Ja, hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Russian Fishing 4 mit dem Anna Waterfang. Wir wollen heute mal auf die Ostbrassen gehen. Ich habe jetzt aber mal ein bisschen stärkeres Equipment genommen, weil ich mit dem Regenwurm 14 Boilie angel. Ihr könnt auch mit kleinerem Equipment mit dem Perlgraupen tagsüber angeln und nachts, was war das noch? Perlgraupe. Nachts kann man auch noch einen anderen Köder nehmen. Auf jeden Fall. Sind ja auch gleich da, 60, 135 und dann einfach hier mitten rein in den Tümpel. So, Bremse lassen wir mal erstmal auf 20. Also, ich habe jetzt S12er Haken, Fluorovorfach, Regenwurm, Boilie 14 mit Schlaufenmontage und den Clip können wir so bei 23 bis 25 machen wir 24 Meter. Habe ich jetzt hier Schlaufenmontage mit dem 60 Gramm Futterkorb. Und dann probieren wir einfach mal. Das Problem ist halt bei dem Regenwurm-Boilie, man fängt zwar auch gut Ostbrassen, aber es kann halt auch mal passieren, dass zwischendurch die Marmorkarpfen beißen. So, hier haben wir auch alles drauf. Machen wir den Clip wieder hier. Mal 24 Meter. Ein bisschen weiter ausschmeißen. Aber der Clip, das, also da braucht ihr nicht so weit ausschmeißen hier. So. Und den auch. Und die letzte Route noch rein. Probieren wir das hier einfach mal aus. Ach, jetzt haben wir den Clip nicht drin. Ist da jetzt wirklich, das war ein 30 Meter Clip. Also. So, gut. Dann probieren wir das mal. Ja, dann gucken wir mal, ob wir ein paar schöne Brassen fangen. Ich guck mal gerade mal, was der andere Köder war. Das war. Knobiteig nachts. Genau, also nachts könnt ihr Knoblauchteig hier auch verwenden, wenn ihr jetzt mit den kleineren Ruten angelt. Ja, dann gucken wir, was wir jetzt hier Schönes fangen. Das wird jetzt auf allen Ruten hier das 22,5er Fluorovorfach drauf, S12er Haken, Regenwurm, bei allen gleich. Hier stehen sie auf jeden Fall, die Ostbrassen. Wir jetzt 59,134. Wir stehen jetzt hier oben. Also wenn ihr hier vom Spawnpunkt kommt, einfach hier ein bisschen hochlaufen. Dann wieder ein Biss. Mal die Bremse ein bisschen auf 20 vielleicht mal. Mal noch ein bisschen höher machen. Könnte die erste Ostbrasse sein hier. Der Kutum soll hier auch stehen. Oh, eine schöne Ausbrasse, 2,8. Also der Kutum, der ist ja auch gefangen worden mit dem Regenwurm-Boilie. Ist auch der einer von den neuen Fischen. Also ihr seht, das geht auch mit dem größeren Fluorovorfach. Braucht jetzt hier nicht mega kleine Vorfächer oder so. Drauf. Wir können gleich noch mal einmal nachproduzieren. Ich habe hier, wie gesagt, das Standard Brassenfutter drauf. So. Vielleicht auch ganz interessant mal für eine Happy Hour. Die geben ja ganz gut XP hier, die Ostbrassen. Zuppelt auf jeden Fall irgendwas. Also die beste Bissfrequenz für Ostbrassen soll auch über Nacht wieder sein. Oh, oh.
bis hier? Kleineres, oder? Kurz. Könnte was sein, ne? Warten wir noch kurz. Ist was dran? Was ganz Kleines. Eine Mini-Brasse. Und gleich wieder freilassen. Mal kurz. Oh! Was Größeres. Könnte Marmorkarpfen sein oder eine sehr gute Brasse. Schauen wir mal. Was hier ist. Na, ist das Marmor? Ah, ist Marmor. Ah, der ist ein bisschen zu weit weg. Na, na, ist das hier? Na? Gibt's auch nicht. Ist mit dem Fisch hier. Bin hier einfach hoch. Kennen wir nix. 6 Kilo Marmor. Oh, oh, oh. Auch einen größeren. Und auch wieder Marmor. Na, ich denke mal, die Brassen, die gehen nicht so stark hier in die Bremse. Das wären echt schon super Brassen denn hier. Ich mal auch ein Marmor hier. Ah, gleich nochmal ein bisschen dichter holen. Hier hatten wir gerade das Problem. Der hängt auf jeden Fall. Na. Ah, ist ein bisschen tief hier. Kilo. So, immer noch was dran. Ja, das ist auf jeden Fall eine Brasse, denke ich. Ne, ein kleiner Marmor. Okay, jetzt haben wir die ganze Zeit Marmorkarpfen. Oder was ist das? Neuer Fisch? Jetzt haben wir wieder. Ach doch, ein kleiner Marmor. Wenn ihr mit Pergraube angelt, da dürften auf jeden Fall nicht so große beißen. Ich denke mal, die Marmorkarpfen gehen bestimmt auch nicht auf Pergraube. Das ist noch ein bisschen ruhiger. Wie gesagt, der Kutum, der wurde hier auch mit dem Köder gefangen. Gehen wir in die wöchentliche. Der neue Kutum, wo ist er? Ja, der ist auch mit Regenwurm 14 gefangen. Also vielleicht haben wir Glück und fangen hier noch einen Kutum. Schreibt gerade einer, vielleicht doch ein bisschen weiter links probieren. Rechts sollen hier so viele Marmorkarpfen sein. Würde ich sagen, ziehen wir gleich noch mal ein bisschen weiter nach links. Vielleicht, wenn da wirklich mehr Brassen sind. Weil wir wollen ja jetzt auch Brassen gehen. Wir wollen ja jetzt ja hier nicht die ganze Marmorkarpfen angeln. Ziehen wir mal ein Stück nach links um hier.
Mal hier hin. Hier ist doch gut. Hier ist doch ein schönes Ufer. Hier hauen wir mal raus. Gucken, ob wir jetzt hier mehr Rassen haben. Testen wir das mal. Bisse. In der nächsten Folge gehen wir mal an eine schöne Weltstelle. Vom Joey im Forum hat er eine schöne Weltstelle gepostet. Gucken wir uns auf jeden Fall jetzt mal im nächsten Video an. Schön was gebissen, ne? So wird doch schon wieder was. Ah, oh, 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 Bremse. Also hier sind doch Marmorkarpfen auch. Nicht nur Brassen. Das wird garantiert keine Brasse sein. Was ist das denn? Das ist Marmor, ne? Ja. Oder? Ja. Oh. Nimm ihn dir. Nimm ihn dir. 7,4. Gucken jetzt auf jeden Fall mal gleich noch in die Nacht rein. Die Brassen ein bisschen aktiver sind. Wird ab 21 Uhr bis die ganze Nacht durch sollen die ziemlich aktiv sein. Rekorde guck von den Brassen. Und gerade Ostbrasse. Ja, Regenwurm 14, Perlkraupe. Knoblauch. Oh, gut, ein bisschen. Schon wieder in die Bremse. Alter Schwede. Da haben wir, glaube ich, schon wieder Marmor. Ja, also mit Regenwurm 14 würde ich euch nicht empfehlen, hier mit kleinem Gerät zu angeln. Würde ich euch wirklich Größeres empfehlen.
Kommt wieder Marmor wahrscheinlich. Ja. Kriegen wir ja nicht. Ja. 11,6. So, jetzt sollten auf jeden Fall vielleicht die Brassen ein bisschen aktiver werden jetzt. So, dann drückt mal die Daumen, dass wir jetzt noch einen schönen ziehen hier. So, jetzt tust du. Oh, den ersten Biss, das könnte eine Brasse sein. Schauen wir mal. Ja, oder? Doch, ist eine Brasse, ne? 1,3, sehr gut. Jetzt werden die Ostbrassen hier aktiv. Oh, jetzt ist aber richtig duster hier. Oh, 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 oh. Was haben wir hier? Kleinere, ne? 818. Nächsten Fisch. Oh, die ist nicht schlecht. Könnte Chat-Bereich sein. 1,5 ist Chat-Bereich, sehr gut. Ja, also tagsüber hier wirklich viele Marmors. Jetzt müsst ihr tagsüber vielleicht doch mal dann mit Perlgraupe probieren.
Auf jeden Fall, ich war vorhin noch am großen Strom und auf jeden Fall laufen die Brassen hier deutlich besser als am großen Strom. Und großer Strom war, habe ich mit Erbsenbrei probiert und Brassenmischung und da waren so viele kleine Brassen bei, die keinen Haken hatten, die auch unter 500 Gramm waren. Also großer Strom ist gerade echt schlecht mit Brassen, muss ich mal so sagen. Da läuft das Tier auf jeden Fall deutlich besser. Zuppelt was? Oh, aber glaube ich keine Brasse, oder? Oder eine richtig gute. Oh, ist das? Marmor, ne? Ach, Marmorkarpfen, ja. Eins dran. Kann ich euch nochmal den Chatbereich sagen? Das ist jetzt hier große Schleife. Also mir gefällt auf jeden Fall das neue Gewässer sehr gut. Also muss ich echt sagen, schöner Patch auf jeden Fall. Gerade das auch mit den Fluorophorfächern finde ich sehr sinnvoll. Und ja, also bisher bin ich sehr zufrieden. Gut, mit dem Silber, ja, ich denke mal, wenn man erstmal so seine Stellen hat und da wirklich konstant dann die Fische rauszieht oder so, dann wird das sich mit dem Silber nachher auch geben. Weil bisher hatte ich so im Schnitt immer so zwischen 100. Ja, vielleicht maximal mal 150 Silber die Stunde. Aber ja, muss jetzt erstmal in den nächsten Tagen noch ein bisschen testen, wo noch am besten was geht. Vielleicht finden wir auch irgendwann mal eine schöne Stelle für die Albino-Welse. Die geben nämlich sehr, sehr gutes Silber. Auch die neuen Augen geben sehr, sehr gutes Silber. Oh, haben wieder ein Biss. 9 Auge war letztens eine Quest drinne. Ich glaube von wie 20 bis 100 Gramm oder was irgendwie so. 400 Silber. Also der gibt auf jeden Fall. Oder 50 bis 100 Gramm irgendwie so. Der gibt auf jeden Fall sehr viel Silber. Also schon wie so ein Aal, aber halt deutlich kleiner, ne? Aber es sind halt noch nicht so viele gefangen worden davon. Deswegen, mal schauen, ob es da irgendwo, ja, einen Trick gibt, wie man die besser fängt. Haben wir jetzt mal gucken, 9 Auge. 9 Auge, Kaspin, 9 Auge. Ja, 4 Stück bisher immer noch. Noch kein anderer gefangen worden. Ich denke mal, die sind auch eher durch Zufall gefangen worden. Vielleicht beim Schleppen oder irgendwie sowas.
würde sagen, eine Brasse nehmen wir noch mit. Und dann könnt ihr ja hier selber mal ein bisschen probieren. Auf jeden Fall könnt ihr mal hier in diesem Bereich hier mal so ein bisschen testen. Hier haben wir nochmal einen Biss. Nochmal eine Brasse. Ja, das sieht aus wie eine Brasse. Nur 1,4. Also läuft auf jeden Fall. Bissfrequenz ist gut. Habt ihr ja gesehen. 23 Minuten hier. Die haben alle einen Haken. Haben alle einen Haken, die Fische. Mit dem Regenwurm-Boilie. Kann man sich auf jeden Fall nicht beschweren hier. Und die Marmorkarpfen geben mir auch gutes Silber. So ist es ja nicht. Gut, dann würde ich an der Stelle erstmal sagen, vielen Dank fürs Einschalten. Und haben wir noch einen Biss? Ne, hat gerade kurz gezuppelt. Und dann sehen und hören wir uns in der nächsten Folge. Ich werde hier noch ein bisschen Brassen angeln und später nochmal ein bisschen auf Wels gehen. Die Stelle zeige ich euch auf jeden Fall auch nochmal, wo ihr hier mit Spinning ganz gut auf Wels gehen könnt. Ja, und dann sehen und hören wir uns in der nächsten Folge. Vielen Dank fürs Einschalten. Euer Underwater Frank. Tschüss.